beschreibt eigentlich, glaube ich, genau das wieder, was sich verstorbene Menschen, die an ein Herz, ne, die ein... Siehst du, dass er transparent ist? Ja, die einem nahe standen, so denken würden. Also ich denke, die meisten. Und jetzt vergeht halt die Zeit, bedeutet, ne, wir sind ja in einer anderen Zeitzone eigentlich. Also die haben die Zeit quasi in dieser Stadt zurückgedreht. Und ich bin da zurückgekommen, also für alle, die es jetzt noch nicht mitgekriegt haben und nicht wissen. Und deswegen ist halt da irgendwie, ist 10 Jahre früher nur in dieser Stadt. Und er lebt halt da noch. Und mittlerweile ist er aber gestorben. Genau. You'll be good now, lad. Don't waste your time bearing grudges. Live life with love in your heart. Always on me, right? Und erneut ein sehr schöner Satz, der, also wieder sehr, sehr klassisch gehalten, der Satz, aber wieder ein Satz, der eigentlich alles beschreibt, was ich, also was man gerne hören würde in so einem Moment, aber was, denke ich, wirklich Menschen mit gutem Herzen denken würden, ne? Ja. Enough to make a grown man cry. Das ist halt echt, also, das hat jetzt nicht so einen Impact, weil wir halt jetzt gerade nicht so im Game sind und so, aber eigentlich haut das so rein. Das ist so eine Szene, die haut so rein, ne? Dass man den, man kennt ihn ja eigentlich gar nicht oder sonst irgendwas, aber der Synchronsprecher macht seine Arbeit gut. Aber man kann sich halt schon gut reinversetzen, ja. Weil er hat uns ja gefunden, er hat uns ja aufgenommen und aufgezogen mit Petra, also unserer Ziehmutter. Ja. Und dass er halt verstorben ist, wurde ja schon öfters angemerkt. Und sie hat ja beim Abschied auch gesagt, hey, er wäre so stolz, ne? Und er würde sich so freuen, uns zu sehen, wie wir unser Lebensweg gehen. Und dass er jetzt das nochmal so sagt, ne? So, dass man nicht mit Groll, kein Groll hegen soll, mit Liebe durchs, im Herzen durchs Leben gehen soll und so. Das ist eigentlich so, das sind wirklich schon so zwei klassische Sätze, die wir uns alle schon mal gedacht haben, alle schon mal gehört haben, aber die so gut eingesetzt wurden. Dass, die musikalische Untermalung, ja, ist halt auch pervers, ja. Da ist kein großes Plapla, da ist kein, oh, jetzt erzähl ich dir eine Lebensgeschichte, sondern 3-4 Sätze im ganzen Gespräch, die einfach. Ich fand auch die Szene so geil, wo die Kleine dich zu dem Jungen geführt hat, der du selbst ja bist, ne? Das ist gerade eben passiert. Und er sieht ihn, also er sieht ihn und der kleine Junge sagt, ja, keine Ahnung, ich kenne ihn nicht, und er sieht ihn und sagt, ja, ich glaube, der möchte mit mir sprechen, geht mal spielen, lass die Erwachsenen reden, so. Und der hat es halt gesehen, dass das der ist. Das ist so krass, ne? So, wir müssen östlich von Kieslingen gehen. Ja, östlich zum, da ist ein, Wasserfall. Hier ist halt ein Wasserfall, genau, und da ist irgendwas dreikantiges. Juhu, 75.000 Kanalpunkte, let's go. Maschine, Lilly. Hey, wenn ich da jetzt gerade eben auch richtig aktiv dabei gewesen wäre, ich hätte so geheult, ne? Ich hätte so geheult, Jungs. Wie ein kleines Mädchen. Was geht ab, warum leuchtet das? So, warte mal kurz, haben wir das Bestiarium schon? Dev, bist du gerade da? Pass auf, warte. Wo ist das Viech? Hä? Da. Das heißt einfach Schmoller. So. Screenshot gemacht und schickst sie mir, let's go. Osten. Also hier ist Osten. Ich denke, wir sollten dann schon durch dieses goldene Ding da durch. Hatten. Achso, ja. Geheimnisvolle Barriere, das Licht versperrt den Weg. Ja, nee, dann können wir hier nicht lang.
so, da musst du jetzt wahrscheinlich nach rechts bei dem Wasser. Ja, stimmt, wir waren noch im Westen gerade, wir Idioten. Gemma's headscarf back for her. Come back and play anytime you like. It's ages so I gotta go home. What should we play now? Well, we could play, So. Are you okay? I lost you for a minute there. Schade, Rez. Not surprising, I guess. Aber besser als nix. Ja, und wir sind jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Rez, wir sind jetzt gerade im Dorf angekommen. Und haben jetzt gerade unseren Großvater gesehen. Das war eine ziemlich, ziemlich emotional Scene. Und jetzt sind wir in dem Dorf und jetzt hat sich gerade dieses Zeitlag geschlossen. Jups, hab's. Ah, okay, krass. Und jetzt sehen wir. I can't believe they do this. And just because you grew up here? What kind of animals are they? Ich wünsche dir viel Spaß bei Tarkov. Danke für den Lurk. Thank you for the lurk. Das Game ist sehr positiv überraschend. Ja, es ist krass, ne? Jasper and his goons must have ridden straight here after you got thrown in the dungeons and torched the place. Es wirkt halt am Anfang so Friede, Freude, Eierkuchen und so, es ist es aber halt gar nicht. Also es ist schon sehr positiv aufgelegt und so, und es kommen so viele so schöne Szenen noch und so, aber es kommen auch ein paar Sachen, wo man sich denkt, nee. Hä, nee, das kann jetzt nicht passiert sein, so. Wo man dann auch denkt, nee, da rudern sie zurück, die Eier haben sie nicht, das machen sie nicht. Du weißt ganz genau, was ich meine, Maxi, ne? Mhm. Aber, Alter. Hey, just now, when you zoned out, the mark on your hand was glowing. And so was the root wrapped around that tree. Was it another one of those visions? Wow. So you went back in time and spoke with your granddad and yourself? That is seriously weird. Ja, ja, ich weiß schon, ich wollte nur gerade noch mal untermalen, wie geil dieses Spiel eigentlich ist. Und ich finde halt also ich weiß, was du meinst, dass es halt positiv im Sinne von ist, dass das Spiel einfach besser ist, als du gedacht hast. Aber was ich meine ist einfach nur, es sieht alles nach Friede, Freude, Eierkuchen aus. Und es vergibt trotzdem, also jetzt unabhängig davon, einfach einen geilen Mut halt. Also, schöne Atmosphäre. Einfach eine schöne Atmosphäre, ist das super wholesome. Aber es ist dann doch jetzt, das ist so ein bisschen... Es hat seinen Tiefgang. Extrem verglichen, wäre es jetzt sowas, Made in Abyss ist auch eine Serie, die guckst du... Und die ist, du würdest nicht davon ausgehen, dass jetzt dieses kleine Mädchen sich den Arm abhacken muss oder so. Und da ist es halt ähnlich. Also das wirkt alles so, yeah, bla bla bla. Und dann kommen aber so ein paar Sachen vor, wo du dir denkst so, nee, das ist ja schon jetzt irgendwie schlimm. So. Must have been the root here. It must have the power to show you the past. Well, if what your granddad told you was right... Then we need to head over to Cobblestone Falls. Where did you say it was? East of the village? Listen, I know this can't be easy, but hanging around here isn't going to do anybody any good. Ganz genau, Rez. Was ist mit den ganzen Dorfbewohnern? Na, kannst du dir doch denken, wenn das Dorf abgefackelt wurde.
Die sind jetzt nicht auf einer Teeparty, ne? Sagen wir es mal so. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob sie die gefangen genommen haben oder alle tot sind. Quatsch mal mit dem Herrn. Quatsch mal mit Jesus Christ. Ich bin ein Wanderpriester. In Heliodor war mir ein schreckliches Gerücht zu Ohren gekommen, laut dem dieses Dorf geschleift werden sollte. Ich eilte hierher, um die Soldaten davon zu überzeugen, von ihrem Vorhaben abzulassen, doch wie es aussieht, bin ich zu spät gekommen. Auf Konrad Karlovers Befehl hin wurde das Dorf dem Erdboden gleichgemacht, weil der verfluchte Spross der Finsternis hier aufgewachsen ist. Aber hatten die Bewohner Kieslings das wirklich verdient? Wenn man sich die Verwüstung hier ansieht, beginnt man sich zu fragen, wer die wahren Sünder sind. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Zumindest die Kirche ist von der Zerstörung verschont geblieben. Drinnen findet ihr ein Bett für müde Wanderer, um sich von dem Strapazen der Reise zu erholen. Nun denn, die Lage mag zwar trostlos erscheinen, doch die uralten Rituale spenden uns stets Zuversicht. Treue Anhänger des Glaubens, wie kann unsere Kirche euch behilflich sein? Wir speichern jetzt mal. Gehen wir mal noch in unser Haus rein. Vielleicht ja. Ist da noch irgendwas? Petra wird da wohl nicht sein. Unwahrscheinlich. Oh krass. Naja, ich habe schon oft genug in anderen Mangas, Büchern und Games gesehen, dass es Überlebende nach Raids geben kann. Selbst wenn das Dorf absolut geplättet wurde. Ich weiß es nicht mehr, wie es hier war. Und es kann sein, dass die alle noch leben. Nicht genug. Ja, erstmal Fässer zerstören ist so. Es kann sein, dass die alle noch leben. Ich weiß es leider nicht mehr. Wir haben ein Anleitungsbuch bekommen für eine Templeruniform. Also ich erinnere mich, dass wir die Dorfbewohner und auch die Mom und so, glaube ich, nie wieder gesehen haben. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Jetzt will ich eigentlich schon schauen, was... Das geht auch erst seit der Definitive Edition. Dass du immer die Schmiede aufrufen kannst. Habt ihr aber nicht fertig gespielt, oder? Nee, wir hatten 100 Stunden drin. Und da kommt eine Stelle, die ist halt ultra mindblown. Also aber wirklich. Da kam doch schon der Abspann. Ja, da kam der Abspann, das war aber noch nicht zu Ende. Das heißt, potenziell ist da einiges offen, ja. Aber das ist ja jetzt ganz am Anfang. Und da kommt echt ultra viel noch. Also wenn wir jetzt wirklich sagen, wir streamen jetzt jeden Tag dieses Spiel, dann sind wir in 2 Wochen noch nicht fertig. Neue Anleitung ausprobieren. Wir haben gerade die Templer-Uniform freigeschaltet. Immer die Hoffnung, an die ich mich klammere. Also ich fand halt die Mutter auch echt süß. Und der Wacke ist zum Glück eh schon tot gewesen. Ja, das hört sich jetzt voll hart an. Zum Glück eh schon tot. Aber der ist halt eh vorher schon verstorben. Wurde verschont vom Elend, ja genau. Aber mal gucken, ich werde jetzt diese Templer-Uniform machen, damit der liebe Eric eine bessere Rüstung hat. Keine Happy End. In Fiktion bin ich kein Fan. Echt? Also ich finde, es kommt immer drauf an. Also ich hätte schon gerne, ich mag Teil Happy Ends. Das mag es auch nicht immer so, wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das regt mich immer ein bisschen auf, weil das ist dann so angemessen. Ja, da bin ich dabei. So, also ich mag diese unrealistischen, und alle sind wieder cool und so. Das ist immer so eine Sache. Also wenn es jetzt hier so wäre, wäre das für mich nicht schlimm, weil das ist ein Dragon Quest. Dragon Quest darf das. Aber, ich schmiede jetzt auf jeden Fall die Rüstung. Haben wir jetzt die neue? Wir haben keine... Es hieß doch vorhin, wir hätten Finessen freigeschaltet. Rest später kriegt man hier diese Finessen. Ne? Das ist dann, umso weiter du levelst, umso bessere Sachen kriegst du. Da kannst du dann zum Beispiel 2 gleichzeitig machen. Oder alle 4 gleichzeitig. Oder über Kreuz und so Zeug. Opfer können und sollten gebracht werden, aber zu viel bin ich kein Fan. Ja. Außer es wird dick zurückgezahlt. Ja, dann fick dich doch. Und da gibt's dann später noch Finessen, da kannst du dann ganz wenig machen und ganz viel fertigstellen. Ja, ich will die Templer-Uniform haben.
alles nicht so Friede, Feuer, Eierkuchen ist, sondern da, wenn etwas auch etwas düsterer ist. Ich finde, es gibt gibt der Geschichte dann einiges an Tiefe. Ja. Realismus halt, ne? Und es ist schon viel spannender, weiter zu verfolgen. Ja, das meinte ich ja nicht. Nee, der Rest meint nur halt, er mag er hätte schon gern ein Happy End. So, Happy End muss ja nicht immer heißen, dass alles perfekt ist, sondern das heißt einfach nur, dass halt ja angemessen halt, ne? Ich verstehe schon. Da bin ich auch voll dabei. Also ganz, ganz negatives Ende finde ich auch scheiße. Ja, ich hab's auch schon gecheckt. Das Bett von Daxi sieht immer noch ziemlich gemütlich aus. Kein positiven Abschluss, ja, absolut. Muss nicht mal alle betreffen. Bisschen was Positives einfach, ja, auf jeden Fall. Verstehe. Checke. Also die haben echt das ganze Kaff abgerissen, also richtig übel. Einfach was hochgegangen hier. Und was hältst du von dem Jasper Race? Könnte doch nur eine Person sein, die da gut rauskommt, sowas in der Art, ja. Ein bisschen schön wenigstens, ja. Der Vegeta, Homie. Nee, das ist Eric. Den silbernen Ritter. Du glaubst, dass der böse ist? Ich glaube halt, dass es ein mieser Bastard ist. Ganz genau, finde ich auch. Ich weiß gar nicht, also es kommen noch ein paar Plot-Twists in diesem Spiel dran, mit denen man nicht rechnet. Also wirklich, mit denen man legit nicht rechnet. Zeig mal zu dem Wasserfall runter. Bei dem Haus habe ich jetzt irgendwie nichts gefunden. Das ist auch der, also die zwei sind ja Hendrik und Jasper, die zwei. Das sind ja diese strahlenden Ritter und ich gehe mal durch die Tür. Weil ich bin ja kein Tier. Helle Haare, silberne Rüstung und stolzes Auftreten, mieser Hurensohn. Ja. Der Hendrik und der Jasper, das ist, der eine ist ja der Kämpfer und der andere der Stratege. Und ich bin... Ja, ich mag halt auch alle Charakter in dieser... Hendrik ist der Schwertkämpfer und Jasper ist der Stratege. Genau, was ich gerade gesagt habe. Dunkle, unfreundliche Pragmatiker wird einfach cool. Wo ist denn jetzt dieser Wasserfall? Mehr oder weniger gut. Ich glaube raus vom Kieslingen und dann nach östlich halten. Du meinst raus aus Kieslingen? Das ist ja das Tolle an der Geschichte, Rez. Es ist halt alles offen. Also daher, dass es dann doch halt, man muss immer bedenken, es ist halt trotzdem ein japanisches Spiel, ne? Es kann halt auch in eine miese, dunkle Richtung gehen. Tut's auch zwischendrin immer mal wieder. Hier waren wir am Anfang schon. Siehst du noch irgendwo was leuchten? Mit dem Haus da unten? Nope, aber du könntest, schau mal, nach rechts. Ich glaube, da oben waren wir damals, sondern nicht, weil da immer ein Mann stand. Ist es der Wasserfall, der gemeint ist? Möglicherweise. Da leuchtet auch was, direkt da, wo mein Kopf ist, schau. Ja, geh mal dahin.